Ja, die Staatsanwaltschaft Braunschweig klagt den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn an. Sie wirft ihm unter anderem schweren Betrug im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre vor. Neben Winterkorn würden 4 weitere Personen angeklagt. Das hat die Ermittlungsbehörde mitgeteilt. Ja, und mit diesen Meldungen, da sehen Sie es, meine Damen und Herren, genau, da waren gerade noch Bilder zu sehen von der Anklage gegen eben Ex-VW-Chef Winterkorn. Und wir haben es jetzt auch gemerkt, dass der Dieselskandal überhaupt nicht zum Ende zu kommen scheint. Ein neuer Schummelverdacht, der sorgt parallel bei Daimler für Furore. Das Kraftfahrtbundesamt hat eine bisher unbekannte Software für die Abgasreinigung entdeckt. Bei etwa 60.000 Sportgeländewagen von Daimler sollen laut Bild-Zeitung die Stickoxidwerte mithilfe dieses Computerprogramms gesenkt worden sein. Die Grünen fordern angesichts der neuen Vorwürfe einen härteren Umgang mit den Autoherstellern. Noch Daimler-Chef Dieter Zetsche entspannt im Zuschauerraum. Denn schon in wenigen Wochen wird er, Ola Källenius, die Führung bei Daimler übernehmen. Doch statt Herzen für die SUVs von Mercedes gibt es Negativschlagzeilen. Das Kraftfahrtbundesamt hat ein Verfahren gegen den Autobauer eingeleitet. Denn bei mindestens einem Modell soll es eine unerlaubte Abschaltautomatik gegeben haben. Die Abgaswerte damit auf der Straße viel höher als bei Tests. Konkret geht es um den Mercedes GLK 220 CDI mit der Abgasnorm Euro 5. Und zwar für die Baujahre 2012 bis 2015. Es droht der Rückruf von bis zu 60.000 Autos. Brisant dabei, wie die Bild-Zeitung berichtet, habe Daimler versucht, die Schummelsoftware nachträglich zu entfernen, indem sie Kunden freiwillige Servicemaßnahmen anbot. In einer Stellungnahme gegenüber NTV sagte der Autobauer dazu, wir kooperieren vollumfänglich mit dem Kraftfahrtbundesamt und prüfen den beschriebenen Sachverhalt. Die Behauptung, dass wir mit der freiwilligen Servicemaßnahme etwas verbergen wollen, ist unzutreffend. Auch, dass der damalige Technikchef Ola Källenius etwas mit dem Software Update zu tun hatte, bestreitet der Konzern. Die Stuttgarter stehen schon länger im Verdacht, auch bei anderen Dieselmodellen unsauber gearbeitet zu haben. Im Gegensatz zu VW weist Daimler aber bislang jegliches illegale Verhalten von sich. Gegen Zwangsrückrufe legte der Konzern Widerspruch ein. Vom Tisch sind die Vorwürfe aber auch nach dem baldigen Machtwechsel noch lange nicht.